Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie aus einem winterlichen Stadion. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Holstein Kiel gegen O'Higgins. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Da ist jetzt Platz. Klar, gibt Einwurf. Meffert. Gefährlich. Jetzt ist er durch. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Jetzt der Eckball. Da können Sie klären. Jetzt kann er flanken. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sie machen schon sehr früh Druck. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Ja, mit 3 Treffern in den letzten 3 Spielen, da ist er natürlich auch heute einer, auf den wir mal schauen sollen. Mühling. Pass auf außen. Nee, den kann da vorne keiner verwerten. Vorne der Ballgewinn. Die Riesenchance. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Jetzt kommt die Ecke. Wahnsinn. Er hält ihn. Achtung. Er geht nicht rein, aber trotzdem. Guter Schuss. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Ja, energischer Vorstoß. Sieht gefährlich aus. Das ist die Chance. Weiter gefährlich. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Kollegen bieten sich an. Ja, könnte was werden. Jetzt ist es gefährlich. Vielleicht die Führung jetzt. Und drin ist der Ball. Boah, wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor. Die Führung. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal in den Strafraum. Was macht er draus? Fängt diesen Ball ab. Jetzt der Ballverlust. Und die Flanke. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da wäre Platz auf außen. Gefährlich. Da ist die Flanke. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Da verlieren sie den Ball. Jetzt die Gelegenheit. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Kein guter Volley. Gute Aktion. Ist hier immer noch am Ball. Und jetzt die Chance. An den Pfosten. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sieht gefährlich aus. Wichtig. Den Ball hat er sicher.
Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Schneller Blick in die Statistik. Sie nehmen sich nicht viel im Moment, Buschi. Torchancen haben wir auf beiden Seiten gesehen. Ja, genau deshalb ist es auch so eng. Und das ist für uns natürlich gut. Es bleibt spannend. So, die zweiten 45 Minuten in diesem deutschen Pokal-Achtelfinale laufen jetzt. Wer kann sich hier durchsetzen? Bald sind wir schlauer. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Die Riesenchance. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Finn Bartels. Jetzt der Ballverlust. Beck. Liam Feeney. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Die Chance! Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Kann er was draus machen? Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Da wäre jetzt Platz. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Jetzt der Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Klasse Pass. Ja, das sieht gut aus. Könnte die Führung werden. Das ist der Treffer. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Ja, die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Schön abgeblockt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Sieht gefährlich aus. Ball kommt an den langen Pfosten. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Der Ball kommt. Führung liegt so ein wenig in der Luft bei dieser Ecke kurz vor Ende. Die Ecke kommt. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Jetzt gibt es Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit haben wir noch keinen Sieger. Jetzt beginnt die Verlängerung. Ich bin gespannt, welches Team hier nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Da verlieren sie den Ball. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Die Chance zur Führung. Da kommt die Hereingabe. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Beck.
Da kann er sich den Ball holen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Der Blick an die Seitenlinie, es gibt jetzt hier den Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Beck. Und das ist der Ballverlust. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Und jetzt die Chance. Ein fantastisches Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Luka Tankulic. Na, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Guter Zweikampf. Jetzt ist er durch. Sie liegen vorne. Und hätten ihn erhöhen können. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Den Ball fest nach diesem Freistoß. Da verlieren sie den Ball. Der Traum ist geplatzt. Wir verlieren dieses Spiel. Niederlagen gehören nun mal im Profisport dazu. Sie müssen das Beste daraus machen, dann kommen sie stärker zurück.